15. April 1945. Amerikanische Truppen besetzen Helmbrechts. Zwei Tage darauf entdecken sie die Anlage eines verlassenen Konzentrationslagers und verhören den Bürgermeister Wagner. Er beteuert, dass er und die Helmbrechtser Bevölkerung von dem, was in dem KZ vorging, keine Ahnung haben. 18. April 1945. Augenzeugen haben den Weg der Leichentransporte aus dem KZ nach Heide, einem Helmbrechtser Ortsteil, rekonstruiert. Unter der Aufsicht einer amerikanischen Untersuchungskommission und überlebender KZ-Insassinnen werden die am dortigen Steinbruch verscharrten Toten exhumiert. 19. Juli 1944. In Helmbrechts treffen die ersten 179 weiblichen Häftlinge ein. Sie werden zunächst in den Fabrikräumen der stillgelegten Textilfirma Witt untergebracht, jetzt Rüstungsfabrik Neumeier und zugleich Arbeitsstelle der Gefangenen. Das eigentliche Konzentrationslager in der Kulmbacher Straße am Stadtrand wird erst in den nächsten Monaten bezugsfertig. 11 einfache Holzbaracken, von denen die Lagerleitung jedoch nur 3 als Unterkünfte für die Gefangenen bestimmt, selbst als sich die Anzahl der Insassen vervielfacht.
Diese drei Wohnbaracken sowie eine vierte, die sogenannte Revierbaracke mit Krankenstube und Waschküche, bilden gemeinsam mit dem dazwischenliegenden Appellplatz ein inneres Lager. Es ist mit 2 Meter hohem Stacheldraht eingezäunt. Schilder weisen auf Sperrgebiet und Gefahrenzone hin. Bis Januar 1945 kommen 4 weitere Häftlingstransporte in Helmbrechts an. Insgesamt befinden sich jetzt etwa 670 Frauen als Schutzhäftlinge im Lager. Sie stammen aus Polen, Russland, der Tschechoslowakei, Frankreich und den Niederlanden. Auch 25 Deutsche sind da. Ihre Verbrechen sind Sabotage, Führerbeleidigung, Judenbegünstigung. Der Zivilbevölkerung ist zwar jeder Kontakt zu den Häftlingen untersagt, doch man kann sie nicht unsichtbar machen. Von den angrenzenden Häusern aus schaut man direkt ins Lager und die Gefangenen gehen durch die Stadt, wenn sie von den Wachmannschaften vom Lager zur Arbeitsstätte und von dort zurückgebracht werden. Täglich 4 Züge, denn es wird in 2 Schichten gearbeitet zu je 12 Stunden. Monate später, wenn die Jüdinnen hinzukommen, wird man auch die Leichentransporte in Richtung Heide beobachten können. Im Grunde unterscheidet sich das Helmbrechtser Frauenlager in seiner Behandlung von nichtjüdischen Gefangenen nicht von anderen Konzentrationslagern. Beengte Lebensverhältnisse, 24-Stunden-Bewachung, unzureichende Bekleidung und Verpflegung, Prügel und Essenentzug für geringste Vergehen. 6. März 1945. Schlagartig verschlechtern sich die Lebensumstände im Lager, denn 621 Jüdinnen treffen ein. Sie stammen aus dem Lager Grünberg in Schlesien und sind bereits seit Ende Januar unterwegs, zu Fuß. Unterwegs sind viele an den Strapazen und Entbehrungen gestorben oder wegen Marschunfähigkeit erschossen worden. Die Frauen, die es dennoch bis Helmbrechts geschafft haben, leiden an Ruhe, Unterernährung, Erfrierungen und Wasserkrebs, einer Hungerkrankheit, bei der die Mundschleimhaut und das Gewebe der Wangen zerfallen. Sie sind zum Tode verurteilt, noch ehe sie das Lager betreten. Die Jüdinnen erfahren gegenüber den nichtjüdischen Frauen eine gesonderte Behandlung. Noch mehr Strafen, noch weniger Essen, keine Medikamente, absolute Separierung. Hanka Kotlitzki erinnert sich an die Ankunft und die weiteren Geschehnisse bis zum Kriegsende.